guten Morgen nach anderthalb Wochen, ne, zwei Wochen ungefähr, gibt es jetzt das erste Mal wieder ein Video. Heute ist einer der wohl wichtigsten Tage in den letzten Jahren für mich. Ich habe ein Vorstellungsgespräch und ja, jetzt erstmal schick machen und dann nehme ich euch da heute mal hin mit. So, ich bin jetzt in Reichenau, 8.38 Uhr, 9 Uhr ist mein Termin, dauert nur 5 Minuten dahin. Und ihr seht, ich bin schick, ja, schick angezogen. Und ja, toi toi toi, das ist die erste Bewerbung, die ich geschrieben habe und direkt ein Vorstellungsgespräch bekommen. Meine Quote ist demnach, was das angeht, sehr gut. Aber jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich den Job dann bekomme. Wird mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, denn ich habe schon 4 Jahre lang in dem Bereich gearbeitet und so von der Beschreibung ähneln die Firmen sich sehr. Ja, ich werde euch dann einfach nach dem Vorstellungsgespräch mal auf dem Laufenden halten, wie es denn so lief. Und dann habe ich heute Abend noch eine besondere Schiffsfahrt. Da fahre ich mit dem Schiff bei der Fisch- und Meerfahrt mit. Und drehe tatsächlich einen weiteren kleinen Werbespot für die Firma und dann halt eben für diese Themenfahrten Fisch und Meer, Barbecue, Candlelight Dinner und so weiter. Also da nehme ich euch heute Abend auch noch mit. Das heißt, der Vlog, den ihr heute seht, ist von gestern und ja. Aber jetzt auf jeden Fall mal zum Vorstellungsgespräch. Ich bin relativ entspannt, würde ich behaupten. Und toi toi toi. So Leute, ich habe einen neuen Job. Ich fahre jetzt ab sofort das Schiff hier. Ne, nicht wirklich. Ich bin bereits auf dem Schiff auf der Fisch- und Meerfahrt, aber ich bin euch ja noch schuldig zu erzählen, wie mein Vorstellungsgespräch war. Und zwar, meiner Meinung nach lief es ziemlich gut und auch die Person, mit der ich das Vorstellungsgespräch hatte, meint, es sieht sehr vielversprechend aus. Es liegt einfach daran, dass die Stellenbeschreibung wirklich zu 100% auf das passt, was ich 4 Jahre lang gemacht habe. Und ja, in meinem Zeugnis, in meinem Arbeitszeugnis, was ich bekommen habe, steht ja eben auch genau das drin, was ich alles gelernt habe und gemacht habe in dem Job. Und es entspricht eben genau dem, was die brauchen. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass ich einfach der absolute Wunschbewerber bin für die. Anfang der nächsten Woche kriege ich Bescheid gesagt, also noch ein paar Tage. Eventuell gibt es dann noch ein zweites Bewerbungsgespräch, wo dann der Chef der Firma noch dabei ist. Aber vielleicht kriege ich auch direkt Bescheid gesagt. Also ich denke, es lief gut. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die sagen, ja, wir wollen sie haben. Und dann wird es am 15. Juni schon für mich losgehen. Das würde bedeuten, dass ich nicht auf die Gamescom gehe. Das habe ich eigentlich vorgehabt. Und von langer Hand geplant, auch wenn ich ja gesagt habe, Gaming ist eigentlich kein Thema mehr für mich, aber ja, Gamescom fällt dann natürlich flach, weil ich kann nicht direkt bringen, wenn ich im Mitte Juni anfange, dass ich dann im August plötzlich schon Urlaub habe. Das ist logisch, normalerweise hat man 3 bis 4 Monate Probezeit, manchmal auch ein halbes Jahr und in der Zeit ist Urlaub eigentlich No-Go. Klar, ich könnte am Wochenende gehen. Das kann ich mir noch überlegen, ob ich dann vielleicht am Samstag oder Sonntag mal in Köln vorbeischaue. Aber ich denke es eher nicht, weil wenn, dann hätte ich die ganzen Tage gemacht. Und ja, also wenn dem so ist, wenn ich den Job bekomme, dann fällt die Gamescom tatsächlich flach. Und ja, ich steuere jetzt hier mal noch ein bisschen weiter. Und ihr seht schön auf dem Radar den Regen vor uns. Ja, und genießt man auch ein bisschen die Fisch- und Meerfahrt. Auf der linken Seite, in diesem Weinberg, sehen Sie einen der schönsten Barockgebauten im süddeutschen Raum. Das ist die große Wallfahrtskirche Dönau. Diese wurde 1748 und 1749 von dem Qualberger Baumeister Peter Trump erbaut. Die Dönau gehört zum Zisterzienserorden in Saarland, der im Nordsitz befindet sich in Meerarau. Das liegt bei Drängens, also auf ihrem Wohnsinn. So, jetzt wisst ihr das auch. Und ja, hier gibt es kulinarische Leckerheiten aus dem Bodensee, aber eigentlich hauptsächlich auf anderen Gewässern, also viel Lachs, und Lachs ist jetzt hier kein einheimischer Fisch. Morgen bin ich auf der Barbecue-Fahrt dabei, da gibt es dann
gegrillte Hunde und Katzen. Ja, genau. Genau, gegrillte Hunde und Katzen. Steaks. Genau. Und da nehme ich euch dann auch mit. So fahre ich die eigentlich nicht. Keine Ahnung. Und ja, ich kann euch jetzt so ein paar Szenen vom Essen und vom Buffet einblenden. Das sind die Aufnahmen, die ich quasi für den Werbespot schon gemacht habe. Der Hauptgang folgt jetzt dann gleich noch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke für alle, die mir quasi im Nachhinein oder jetzt noch die Daumen drücken, dass ich den Job bekomme. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Noch viel lieber ein Abo und in diesem Sinne haut rein, euer Alomo.